Trotz zahlreicher vermissten Fälle, die ich in den letzten Jahren behandelt habe, ist mir noch nie ein Fall wie der von Bryce Laspisa untergekommen. Sein Verschwinden ist so mysteriös und rätselhaft, dass ich mir keinen Reim darauf machen kann. Im Alter von gerade einmal 19 Jahren verschwindet der Junge mit den roten Haaren spurlos, als er sich auf dem Weg zu seinen Eltern befindet. Was zunächst wie ein Unfall wirkt, erweckt mit der Zeit immer mehr den Eindruck von einem freiwilligen Verschwinden. Doch sein Verhalten in den Stunden, bevor er verschwand, erzeugt ein komplett gegensätzliches Bild und nichts deutet darauf hin, dass er wirklich freiwillig verschwinden wollte. Das Verschwinden von Bryce Laspisa ist wie ein Puzzle mit tausend Teilen, die alle nicht ineinander passen. Vielleicht gelingt es uns, mit dem heutigen Video ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ein paar der Teile zusammenzusetzen. Bryce Laspisa wurde am 30. April 1994 geboren. Er wuchs bei seinen Eltern Karen und Michael Laspisa in Springfield in Illinois auf. Geschwister hatte er keine. Bereits als Kind besaß Bryce ein großes künstlerisches Talent und war charmant und offen, was ihm vieles im Leben erleichterte. Er fand schnell Freunde und war seine gesamte Jugend über ein beliebtes Kind. Zu seinen Eltern pflegte er ebenfalls eine sehr enge Beziehung und später ein geradezu freundschaftliches Verhältnis. Im Jahr 2012 hat Bryce seinen Abschluss an der Naperville Central High School außerhalb von Chicago gemacht. Seine Eltern gingen in diesem Jahr in Rente. Sie waren zwar noch nicht im Rentenalter, aber da es ihnen finanziell möglich war, wollten sie die nächsten Jahre ihres Lebens lieber mit ihren Hobbys als mit Arbeit füllen. Dadurch war es ihnen auch möglich, bald darauf gemeinsam nach Laguna Niguel in Orange County in Kalifornien zu ziehen. Doch Bryce zog bereits kurze Zeit später aus, da er am Sierra College begann, Grafik und Industriedesign zu studieren. Von nun an lebte er in einer Studentenunterkunft in Chico, einer Stadt rund 145 Kilometer hinter Sacramento. Das Unileben schien es gut mit Bryce zu meinen. Er knüpfte eine enge Freundschaft mit seinem Zimmergenossen Sean Dixon, hatte gute Noten und kam mit seiner Kommilitonin Kim Sly zusammen. Er berichtet nur Gutes von seinem Studium. Und in den Semesterferien sagt er seinen Eltern, dass er es kaum erwarten könne, dass die Uni endlich weitergehe. In den Semesterferien besuchte er immer seine Eltern und blieb die gesamte Zeit über dort. Ihre Beziehung zueinander war weiterhin sehr gut. 2 Wochen bevor die Uni wieder startete, kehrte er nach Sierra zurück. Mit seiner Mutter telefonierte Bryce öfter in der Woche. Er wirkte auf sie stets gut gelaunt und lebensfroh. Einmal rief er sie zum Beispiel nur an, um ihr mitzuteilen, dass er sie sehr lieb habe und dass er sich auf das neue Semester wahnsinnig freue. Nachdem das Herbstsemester begann, änderte sich Bryce' Stimmung. Sowohl seinem Mitbewohner als auch seiner Freundin fiel auf, dass er sich komisch verhielt. Er wurde immer unberechenbarer und verschlossener. Kim machte sich große Sorgen um ihn, da sie wusste, dass er Vyvanse nahm. Vyvanse, zu Deutsch Lisdexamfetamin, ist ein Amphetaminpräparat, das zur Behandlung von ADHS eingesetzt wird. Bryce hatte allerdings kein ADHS und das Medikament konnte starke Nebenwirkungen wie Psychosen, Depressionen und Manie auslösen. Zuvor hatte Bryce nie Probleme mit Drogen. Manchmal trank er zu viel Alkohol, wie es einige Teenager tun. Aber er hatte nie härtere Drogen oder Medikamente genommen. So ein Verhalten war für ihn völlig neu. Er hatte Kim erzählt, dass er das Medikament das erste Mal genommen hatte, als er eine Nacht lang Xbox spielte. Warum er es weiterhin nahm, war nicht bekannt. Aber Vyvanse ist eine beliebte College-Droge und bekannt dafür, dass man dadurch lange wach bleiben und konzentriert lernen kann. Vermutlich war das auch bei Bryce der Hauptgrund für den weiteren Konsum. Doch Bryce' Verhalten wurde in den nächsten Wochen zunehmend schlimmer. Sein Mitbewohner bekam mit, wie er jeden Tag harten Alkohol trank und immer weiter abstürzte. Sean und Kim vermuteten, dass irgendetwas vorgefallen war, aber sie kamen beide nicht mehr an Bryce heran, um zu erfahren, ob sie mit ihrer Vermutung recht hatten. Eines Tages schickte Bryce eine SMS an Kim und teilte ihr darin mit, dass sie ohne ihn besser dran sei. Als Kim ihn fragte, ob er gerade Schluss gemacht hätte, bejahte er dies.
Kim war sich sicher, dass er das nie getan hätte, wenn er nicht Vyvanse genommen hätte. In den letzten beiden Wochen nahm er das Medikament fast jeden Tag und störte sich daran, dass Kim das kritisierte. Während Kim unter der Trennung litt, machte Bryce so weiter, als sei nichts geschehen. Kurz darauf schickte er auch Sean eine SMS. Diese hingegen war ungewöhnlich positiv. Ich liebe dich, Bruder. Ernsthaft. Du bist der beste Mensch, den ich je getroffen habe. Du hast meine Seele gerettet. Im Anschluss daran schenkte er Sean seine Xbox und jemand anderem die Diamantohrringe seiner Mutter. Sean fand Bryce Verhalten so merkwürdig, dass er am 28. August 2013 Karen anrief und ihr von dem Verhalten ihres Sohnes berichtete. Nur wenige Stunden später kontaktierte Bryce selbst seine Mutter. Er war völlig aufgebracht. Es war gegen 23 Uhr und er ist zu Kim nach Hause gefahren. Warum er sie besucht hatte, war unklar. Er hielt weiterhin an der Trennung fest und wollte diese Entscheidung auch nicht begründen. Bei dem Besuch fand Kim Bryce Verhalten so merkwürdig, dass sie ihm letztendlich seine Autoschlüssel abnahm und ihn darum bat, ein wenig zu schlafen, bevor er zurück nach Hause fahren würde. Bryce wollte das nicht. Doch Kim weigerte sich, ihm seine Schlüssel zurückzugeben. Bryce, der die Situation scheinbar nicht selbst klären konnte, rief daraufhin seine Mutter an. Karen tat das, worum ihr Sohn sie bat, und überzeugte Kim am Telefon, Bryce die Schlüssel zurückzugeben. Gegen 23.30 Uhr verließ er ihre Wohnung und fuhr mit seinem 2003er Toyota davon. Karen hatte ihm angeboten, sofort zu ihm zu fliegen, doch Bryce lehnte ab und sagte, sie solle erst den morgigen Tag abwarten, denn er habe eine Menge mit ihr zu besprechen. Was genau er damit meinte, ist unklar. Um 1 Uhr morgens rief er erneut seine Mutter an und die beiden redeten kurz. Karen ging bei dem Gespräch davon aus, dass Bryce bereits zu Hause angekommen war. Doch als man später seine Handydaten zurückverfolgte, merkte man, dass er sich zu dem Zeitpunkt des Gesprächs ungefähr eine Autostunde südlich von Rockland befand. In dem Glauben, dass ihr Sohn zu Hause in seinem Bett lag, gingen auch Bryce' Eltern schlafen. Es schien alles gut zu sein, bis sie am nächsten Tag um 11 Uhr vormittags eine automatische SMS erhielten, in der stand, dass ihr Sohn den Pannendienst ihrer Versicherung in Anspruch genommen hätte. Als sie Bryce dazu befragen wollten, konnten sie ihn nicht erreichen. Sean informierte sie darüber, dass Bryce in der Nacht nie zu Hause angekommen war. In ihrer Verzweiflung durchsuchten Karen und Michael das Internet und fanden schließlich die Werkstatt, die Bryce zu Hilfe gekommen war. Karen rief dort an und wurde mit dem Mitarbeiter Christian verbunden, der den Fall bearbeitet hatte. Er erzählte ihr, dass Bryce um 9 Uhr morgens die Pannenhilfe angerufen hatte, nachdem ihm in der Kleinstadt Button Willow der Sprit ausgegangen war. Karen war schockiert. Button Willow lag über 560 Kilometer von seiner Wohnung entfernt. Um dort um 9 Uhr morgens anzukommen, musste er die ganze Nacht durchgefahren sein. Christian konnte sich an den Ort, an den er Bryce das Benzin geliefert hatte, gut erinnern. Er bot Karen an, noch einmal dorthin zu fahren und zu gucken, ob Bryce noch vor Ort wäre. Karen nahm das Angebot dankend an, obwohl sie die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich noch da war, für sehr gering hielt. Aber als Christian am Rastplatz ankam, war Bryce tatsächlich noch an genau der gleichen Stelle, wo er vor 3 Stunden war. Bryce schien extrem überrascht zu sein, gerade als Christian ihm sein Handy gab und er die Stimme seiner Mutter am anderen Ende der Leitung hörte. Bryce sprach klar und schien entspannt zu sein. Er wirkte nicht so, als wäre er betrunken oder als hätte er Drogen genommen. Doch auf die Frage, was er mache, konnte er keine Antwort geben. Mittlerweile war Bryce nur noch 3 Stunden von dem Wohnort seiner Eltern entfernt und hätte fast doppelt so lang zurück zu seiner Wohnung gebraucht. Deswegen einigte er sich mit seiner Mutter darauf, dass er das Auto volltanken, auf die Interstate 5 fahren und zu ihnen kommen würde. Die beiden verabschiedeten sich mit einem bis später, denn gegen 15 Uhr sollte er eigentlich zu Hause ankommen. Christian konnte noch beobachten, wie er losfuhr. Doch Bryce kam nicht wie geplant zu Hause an. Als er auch um 15.30 Uhr noch nicht da war, riefen seine Eltern ihn immer wieder an, doch Bryce ging nicht ran. Die Stunden verstrichen und langsam wurde es Abend. Die Sorge darüber, dass Bryce einen Autounfall gehabt haben könnte, wurde so groß, dass seine Eltern schließlich die Polizei anriefen und Bryce als vermisst meldeten. Die Polizei setzte sich sofort mit Bryce' Mobilfunkanbieter in Verbindung und ließ den 19-Jährigen darüber orten.
obwohl er bereits angeblich Stunden zuvor losgefahren wäre. Er gab ihm die Daten, dass Bryce immer noch in Button Willow war. Zwei Polizisten machten sich auf den Weg zu seinem Standort. Bryce hatte zwar, wie abgesprochen, vollgetankt, doch ist anschließend nicht auf die Interstate 5 gefahren, sondern hatte nur in ihrer Nähe geparkt. Bryce schien nicht überrascht zu sein, als er die Polizisten sah. Er war ruhig, höflich und kooperativ. Er sagte ihnen, dass er nach dem Stress der letzten Stunden nur etwas habe entspannen wollen, bevor er bald weiter zu seinen Eltern fahren würde. Die Polizisten glaubten ihm, aber wollten trotzdem sicher gehen, dass er in der Lage war zu fahren. Sie machten einen Alkoholtest, den Bryce bestand. Er sagte, dass sie auch gern sein Auto durchsuchen dürften. Die Beamten taten das und fanden dabei weder Drogen noch Waffen oder Alkohol. Da es Bryce gut zu gehen schien, konnten die Polizisten ihn nicht länger festhalten. Allerdings verlangten sie von ihm, seine Mutter anzurufen und ihr mitzuteilen, dass es ihm gut gehe. Sie wussten, dass Karen in großer Sorge war. Aber überraschenderweise weigerte sich Bryce, das zu tun. Deswegen rief einer der Polizisten selbst bei Bryce' Mutter an und informierte sie darüber, dass sie Bryce gefunden hätten und es ihm gut gehe. Bryce stimmte zu, nun auf direktem Wege zu seinen Eltern zu fahren und verabschiedete sich höflich. Die Ermittler kehrten aufs Revier zurück. In der Hoffnung, dass nun alles gut werden würde, haben Bryce' Eltern erneut auf ihren Sohn gewartet. Doch Stunden später meldete sich plötzlich Christian bei Karen. Er ist durch Zufall an der Stelle vorbeigefahren, an der die Polizisten mit Bryce gesprochen hatten. Und der 19-Jährige stand immer noch an der gleichen Stelle auf dem Parkplatz. Christian wollte Karen und Michael helfen und forderte Bryce auf, jetzt endlich zu seinen Eltern zu fahren. Er würde ihm sogar bis zur Interstate 5 hinterherfahren. Bryce, der eventuell weiteren Stress vermeiden wollte, willigte ein. Er hielt noch kurz an einer Tankstelle, wo er sich eine Limo kaufte und fuhr schließlich in Richtung Interstate. Christian folgte ihm 15 Kilometer lang, bis er sich sicher war, dass Bryce auf dem richtigen Weg war. Er sagte später, dass ihm weder an Bryce selbst noch an seiner Fahrweise etwas Ungewöhnliches auffiel, was auf Drogen- oder Alkoholkonsum hindeuten würde. Mittlerweile war es bereits 1.50 Uhr am 30. August. Bryce rief kurz seine Mutter an und informierte sie darüber, dass er laut Navi um 3.25 Uhr ankommen würde. Um 2.09 Uhr rief er sie erneut an und sagte, dass er in Höhe der Sierra Pelona Mountains sei und dort kurz abfahren würde. Er sei sehr müde und wolle kurz ein Nickerchen machen, bevor er weiterfahren würde. Karen willigte ein und verabschiedete sich von Bryce. Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass sie mit ihrem Sohn sprach. Michael und Karen warteten wieder vergebens auf ihren Sohn. Gegen 8 Uhr früh klingelte stattdessen die Polizei bei ihnen, die ihnen mitteilte, dass sie sein Auto in der Nähe des Castaic Lakes gefunden hatten. Das Auto war eine fast 8 Meter tiefe Böschung hinuntergerutscht und auf einer darunterliegenden Straße zum Stehen gekommen. Eine Überwachungskamera in der Nähe dieses Gebiets zeigt, dass Bryce nie bei den Pelona Mountains abfuhr, sondern stattdessen einen Hügel bei Castaic Lake hinaufgefahren war. 2 Stunden später fuhr er erneut an der gleichen Kamera vorbei. Eine Stunde nach der zweiten Aufzeichnung hatte man Bryce' zerstörtes Auto gefunden. Der Unfall war vermutlich absichtlich herbeigeführt worden. Jedenfalls konnte man rekonstruieren, dass während der gesamten Fahrt die Böschung herab das Gaspedal durchgetreten wurde. Von Bryce selbst aber fehlte jede Spur. Das Auto lag auf der Seite, als man es fand, und eine der Scheiben war von innen eingeschlagen. Vermutlich hatte sich Bryce so aus dem Auto befreit. Sein Handy und seine anderen Wertgegenstände hatte er im Auto zurückgelassen. Eine Tasche, in der sich seine Kleidung und sein Portemonnaie befanden, fand man einige Meter weiter. Sie war geöffnet und durchwühlt worden. Neben vereinzelten Bluttropfen auf dem Fahrersitz deutete sonst nichts darauf hin, dass Bryce stark verletzt oder dass ein Kampf stattgefunden hatte. Die Polizei wollte keine Zeit verlieren und suchte das Gebiet großflächig nach Bryce ab. Dabei kamen Boden-, Wasser- und Lufttrupps zum Einsatz. Auch im Castaic Lake selbst wurde vergebens nach Bryce gesucht. Die einzige verwertbare Spur war eine, die von Spürhunden entdeckt wurde. Sie führte die Ermittler bis hin zu einer Brücke, die zu einer Raststätte im Governance Cove führte. Aber dort verlor sich die Spur. Auch über 9 Jahre nach Bryce' Verschwinden fehlt weiterhin jede Spur von ihm. Er wurde seitdem nie irgendwo gesichtet. Was komisch ist, da Bryce mit seinen roten Haaren und seinem markanten Gesicht oft aus der Masse hervorsticht.
Außerdem erlangte sein Verschwinden große Bekanntheit, weswegen man davon ausgehen kann, dass ihn jemand gesehen hätte, wenn er sich noch irgendwo in der Nähe aufhalten würde. Am 4. September 2013 fand man eine verkohlte Leiche am Kestag Lake. Aber es ließ sich feststellen, dass es sich bei dem Toten nicht um Bryce handelt. 4 Jahre später fand man in der Nähe außerdem einen menschlichen Schädel. Aber auch dieser ließ sich nicht auf Bryce zurückführen. Bryce Mutter hofft noch immer, dass ihr Sohn eines Tages wieder nach Hause kommen wird. Ich werde die Hoffnung nie aufgeben, aber es ist wirklich schwierig. Es ist zermürbend, jeden Tag nichts zu wissen. Es ist ein lebender Albtraum. Im Laufe der letzten Jahre sind zahlreiche Theorien entstanden, die Bryce spurloses Verschwinden erklären sollen. Auf ein paar davon möchte ich nun eingehen. Es besteht die Möglichkeit, dass Bryce durch die Einnahme von Vyvanse eine Psychose entwickelt hat und dadurch in den Tagen rund um sein Verschwinden ziellos durch die Gegend fuhr. Das würde die plötzliche Trennung von seiner Freundin und sein rätselhaftes Verhalten während der Autofahrt erklären. Allerdings äußerte sich Bryce völlig klar und wirkte nicht verwirrt, als er mit seinen Eltern, mit Christian und mit der Polizei sprach. Ihnen allen fiel nichts Sonderbares auf, als sie mit ihm redeten. Er konnte klare Angaben machen und wusste sich zu helfen, als ihm das Benzin ausging. Das spricht eigentlich alles gegen eine Psychose. Aber völlig auszuschließen ist diese Theorie natürlich nicht. Eine andere Möglichkeit ist die, dass Bryce durch den Entzug von Vyvanse oder auch durch die Einnahme selbst eine starke Depression entwickelte, wodurch er Suizidgedanken bekam. Für diese Theorie sprechen mehrere Dinge. Zum einen könnte er gedacht haben, dass er Kim schützen würde, wenn er sich vor seinem Selbstmord von ihr trennt. Auch der Satz, du hast etwas Besseres verdient, impliziert, dass er mit sich alles andere als zufrieden war. Sein anschließendes Verhalten, bei dem er seinem Mitbewohner sagt, wie wichtig er ihm ist und anschließend seine Sachen verschenkt, ist ebenfalls ein typisches Verhalten, das Menschen vor einem Suizid oft an den Tag legen. Eventuell war er in der Nacht bei Kim, um sich von ihr zu verabschieden, und wurde wütend, als diese seinen Plan beinahe vereitelte, indem sie ihm die Autoschlüssel abnahm. Während seiner Fahrt kamen ihm vielleicht Zweifel, weswegen er so lange ziellos durch die Gegend fuhr und so lange auf einem Parkplatz stand. Am Ende versuchte er sich durch den Unfall das Leben zu nehmen, aber es gelang ihm nicht. Vielleicht hat er danach an der Brücke oder irgendwo anders seinen Plan zu Ende gebracht. Das würde auch erklären, warum Bryce nie wieder gesehen wurde. Ein paar Fragen bleiben aber auch bei dieser Theorie offen. Warum rief Bryce kurz vor seinem Unfall noch mehrmals bei Karen an und tat so, als würde er bald zu Hause sein? Hatte er seinen Plan vielleicht kurz verworfen und sich dann doch noch einmal umentschieden? Komisch ist auch, dass er am Abend vor seinem Verschwinden zu seiner Mutter sagte, dass er eine Menge mit ihr zu besprechen habe. Letztendlich kam er ja auch nicht mehr dazu, vor seinem Verschwinden etwas mit ihr zu besprechen. Und zu einem geplanten Suizid passte diese Aussage auch nicht unbedingt. Was denkt ihr, was Bryce gemeint haben könnte? Und was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Eine andere Möglichkeit ist die, dass Bryce LaPisa ein neues Leben beginnen wollte. Auch hierfür könnten die Trennung von seiner Freundin und das Verschenken seiner Sachen ein Hinweis sein. Ein Vertrauter von Bryce' Familie machte später erschreckende Informationen öffentlich. So soll Bryce einige Jahre zuvor einmal wegen MDMA-Besitz verhaftet worden sein. Bryce' Eltern hätten das als große Blamage für ihre Familie gesehen und seien sehr wütend gewesen. Als sie erfuhren, dass Bryce Vyvanse nahm, hätten sie ihm ein Ultimatum gestellt. Entweder komme er von den Medikamenten weg, oder sie würden ihm jegliche finanzielle Unterstützung streichen. Außerdem wurde bekannt, dass Bryce in seinem ersten Semester wegen Partys aus dem Wohnheim geschmissen wurde. Bryce' Eltern versuchten, diese Tatsache stets totzuschweigen. Plötzlich geriet auch an die Öffentlichkeit, dass Bryce eine Stiefschwester hatte. Sein Vater hatte eine Tochter aus erster Ehe, die 5 Jahre älter war als Bryce. Im Internet liest man oft, dass diese Tochter zunächst bei ihrer Mutter und später bei Karen und Michael lebte. Besonders Karen soll sie angeblich fürchterlich behandelt haben. Und sie sei schließlich im Teenage-Alter von den beiden wegen ihrer psychischen Probleme rausgeschmissen worden sein. Anderen Quellen zufolge sei sie sogar kurz darauf verstorben. Doch das sind alles nur Mutmaßungen, die von zahlreichen Hobbydetektiven angeblich herausgefunden wurden. Ob es sich wirklich so zugetragen hat, weiß man nicht. Aber vermutlich kann man davon ausgehen, dass zumindest Teile davon nicht der Wahrheit entsprechen,
da sie sonst viel mehr in die Öffentlichkeit geraten wären. Dennoch besteht durchaus die Möglichkeit, dass Bryce genug von seinen Eltern und ihren Regeln hatte und ein neues Leben beginnen wollte. Es ist ja davon auszugehen, dass er den Unfall überlebte und ohne seine Sachen weiterzog. Warum hätte er das tun sollen? Vielleicht, weil er seinen Tod vortäuschen und irgendwo ganz neu anfangen wollte? Aber es stellt sich natürlich die Frage, warum Bryce in all den Jahren nie gesehen wurde, wenn er irgendwo ein neues Leben begonnen hat. Außerdem hätte er nicht die ganzen Zwischenstopps auf seiner Fahrt einlegen müssen, wenn es ihm nur darum ging, irgendwo unterzutauchen. So lenkte er eher noch mehr Aufmerksamkeit auf sich. Ein Widerspruch ist auch, dass Bryce, als die Polizisten ihn aufgespürt hatten, sich weigerte, mit seiner Mutter zu sprechen, sie aber später aus eigenen Stücken heraus mehrfach anrief und sie über die Fahrt informierte. Ich weiß nicht, was das über das Familienverhältnis aussagt, aber zumindest in den Jahren vor seinem Verschwinden schien Bryce einen ausgesprochen guten Draht zu seinen Eltern gehabt zu haben. Aber natürlich kann auch das nur Fassade sein. Trotz all den offenen Fragen scheint dies die Theorie zu sein, die in zahlreichen Internetforen am meisten Anklang findet. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Was denkt ihr, was ist mit Bryce passiert? Und was hat sein seltsames Verhalten vor seinem Verschwinden zu bedeuten? Auch wenn viele Hobbydetektive im Internet etwas anderes behaupten, bin ich mir nicht sicher, ob Bryce Eltern wirklich so grausam sind, wie sie oft dargestellt werden. Ihnen wird auch immer wieder vorgeworfen, sich nicht auf den Weg zu Bryce gemacht zu haben, als er stundenlang im Auto auf dem Parkplatz verweilte. Als Eltern hätten sie bemerken sollen, dass etwas nicht stimmte und sich auf den Weg machen sollen. Wie seht ihr das? Vielleicht hatten sie im Gegensatz zu Bryce Mitbewohner keinen genaueren Einblick darüber, wie es Bryce wirklich ging und hofften einfach nur, dass er nach Hause kommen würde. Aber vielleicht waren sie tatsächlich so verurteilend und streng, dass Bryce sein Leben entweder beenden oder neu anfangen wollte. Zumindest verweigerte er bei dem Gespräch mit dem Polizisten, seine Mutter anzurufen, obwohl er wusste, dass sie in großer Sorge war. Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Theorien. Schreibt mir gerne einen Kommentar oder diskutiert über den Fall auf unserem Discord. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch zwei weitere Links. Einmal zu meinem Podcast, denn mittlerweile wird da wöchentlich eine Tonspur hochgeladen, und zum anderen den Link zu meinem Instagram-Account. Da bekommt ihr immer alles Brandaktuelle mit und werdet auch auf neue Videos aufmerksam gemacht. Also, falls euch das interessieren sollte, klickt einfach auf einen der beiden Links oder auf beide. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich auch über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Damit unterstützt ihr den Kanal wirklich ungemein. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.